Thank you.
Ja, herzlich willkommen, liebes Publikum, hier heute Abend zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung auf der Phil Cologne, der letzten Veranstaltung der Phil Cologne. Das Festival wird heute Abend enden und wir sind sehr froh, dass wir den sozusagen goldenen Abschluss bilden dürfen mit dieser ungewöhnlichen Veranstaltung, die bestehen wird aus Meditation, aus Musik und aus Bild-Klang-Komposition. Einiges davon haben Sie schon jetzt eingangs erleben dürfen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Markus Stockhausen, der hier für Sie den Auftakt gegeben hat. Markus Stockhausen ist ein ebenso außergewöhnlicher Musiker, der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden ist. Letztes Jahr erst hat er den Deutschen Jazzpreis erhalten, wenn ich richtig informiert bin. Er ist Trompeter, wie Sie festgestellt haben. Er ist auch Komponist, hat für namenhafte Orchester komponiert. Und ich glaube, Meditation spielt auch in seinem Leben und in seiner Musik eine große Rolle, wenn ich richtig informiert bin. Seit mehr als 10 Jahren gibt er Seminare zum Thema Singen und Stille unter anderem. Und der Name ist Programm. Sie haben es sicherlich bemerkt, Markus Stockhausen ist der Sohn von Karl-Heinz Stockhausen. Der Abfall fällt offenbar nicht weit vom Stamm. Schön, dass du da bist. Ja, und weil eben Meditation auch übers Bild funktioniert, auch Bilder eine meditative Wirkung entfalten können, deshalb werden Sie heute eben halt auch Bild-Klang-Kompositionen erleben dürfen. Auch die werden uns durch den ganzen Abend begleiten. Das sind Liquid Images und Sound von Area Composer. Und hinter diesem Begriff verbergen sich 3 Menschen, 3 Künstler. Das ist Ronald Gaube, Dorothee Pilawas und Peter Hölscher. Sie sind heute Abend hier. Wir freuen uns, dass wir die Kreationen erleben dürfen. Sie waren, glaube ich, in der letzten Zeit häufiger hier in der Kirche und haben diese Komposition eigens für diesen Ort und für diesen Abend kreiert. Außerdem wollen wir uns ganz herzlich bei dem Pfarrer dieser Kirchengemeinde bedanken, dem evangelischen Pfarrer Diederichs, der uns heute Abend ermöglicht hat, hier zu sein und freuen uns über seine Gastfreundschaft. Er ist auch heute hier, hat, glaube ich, gerade schon mal ein Foto gemacht. Ja, herzlichen Dank dafür, für diese freundliche Aufnahme. Neben mir auf der Bühne sitzt Paul Kotes. Einigen von Ihnen dürfte er bereits ein Begriff sein. Ich weiß, dass einige seiner Freunde, Wegbegleiter mit dabei sind hier heute Abend. Oder vielleicht haben Sie auch schon eine Veranstaltung von ihm miterlebt. Paul und ich, wir sitzen das 3. Mal zusammen auf der Bühne. Deshalb sind wir jetzt einfach auch so frei und sagen du, alles andere wäre irgendwie komisch, ne Paul? Wir kennen uns eben schon ein paar Jahre und dies ist jetzt die 3. Veranstaltung und es ist auf jeden Fall die aufregendste, würde ich sagen, weil sie auch so vielfältig ist durch das, was wir heute Abend hier zeigen dürfen. Paul ist Meditationstrainer und Coach für Führungskräfte. Er hat viele, viele Jahrzehnte Meditationserfahrung, ist Zen-Lehrer und hat auch lange Jahre oder jedenfalls eine ganze Weile in Asien gelebt. In Japan warst du, glaube ich, ne? Na, gelebt ist vielleicht gelebt übertrieben. Ist übertrieben, aber gelernt auf jeden Fall. In Klöstern gewesen, was schon so gut ist wie viele Jahre, ja, okay. Wenn man da kurze Zeit nur ist. Ich kann mich erinnern, dass du mal von der militärischen Disziplin gesprochen hast, die jetzt nicht für Menschen im Westen so unbedingt ausgerichtet ist, ne? Er ist hier und unterrichtet Zen-Meditation und hat übrigens auch eine App entwickelt, 7 Minds heißt die, vielleicht kennen Sie sie sogar, sehr beliebt. Diese App ermöglicht es, angeleitete Meditation zu erleben und ja, in Kontakt zu treten mit Meditation. Ich heiße Susanne Fritz, ich bin Journalistin im normalen Leben, arbeite für den Deutschlandfunk und den WDR und freue mich, dass ich Sie durch den heutigen Abend begleiten darf. Online haben wir auch noch. Ach so, genau. Noch ein Hinweis, die ganze Veranstaltung wird online gestreamt. Ich weiß nicht, kann man im Nachhinein das noch abfragen, nach der Veranstaltung? Irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie ist noch nicht ganz klar, aber jedenfalls, ja, diejenigen, die jetzt vielleicht übers Internet teilnehmen an dieser Veranstaltung, die begrüße ich natürlich auch ganz herzlich. Freue mich, wenn viele dabei sind und wenn sie diesen Abend hier mit uns miterleben dürfen.
Meine Damen und Herren, wir leben in beunruhigenden Zeiten. Es gibt wieder Krieg in Europa. Viele Menschen empfinden diesen Krieg als sehr bedrohlich, erleben ihn mit Sorge und mit Befürchtungen. Manche haben Angst, er könnte sich ausweiten zu einer noch größeren Katastrophe und unser aller Leben beeinflussen. Der Krieg war auf zahlreichen Veranstaltungen hier auf der Phil Cologne bereits Thema. Es wurde über den Umgang mit dem Krieg diskutiert. Auch wir wollen uns damit beschäftigen, aber auf ganz andere Art und Weise. Nämlich, indem wir die Frage stellen, was können wir tun, wenn wir eigentlich nichts tun können? Paul Kutes, bevor wir anfangen mit Meditation, bevor Musik und Bild weiter uns in eine meditative Stimmung versetzen und wir vielleicht es schaffen, wenigstens 2 Stunden Frieden und ein bisschen innere Ruhe zu finden, das soll auch der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung sein. Dieser Krieg lässt uns einmal nochmal auch über ganz andere Dinge reflektieren. Was bedeutet uns eigentlich Leben? Was bedeutet uns Tod? Über Tod und Leben reflektieren, nachdenken. Manche fragen sich vielleicht, was lohnt sich im Leben? Einige fragen sich vielleicht auch, wofür lohnt es sich zu sterben? Wie würdest du das sagen? Was sagen unsere Ängste über unser Verhältnis zum Leben und zum Tod aus? Naja, dass das Leben mit dem Tod endet, ist eine Binsenweisheit, aber wir schreiben dann auf den Grabstein Ruhe in Frieden. Und da sind wir schon gleich beim Thema, dass da offensichtlich eine seltsame Spannung ist zwischen dem, was wir Leben nennen und dem, was wir dann Frieden nennen. Und das ist ja eigentlich ganz skurril, dass wir ausgerechnet, wenn ein Mensch tot ist, ihm den Frieden wünschen, den er offensichtlich auf der Erde nicht so bekommen konnte. Und es zeigt ja noch etwas anderes, dass wir so in Gegensätzen denken. Wenn man das mal, ich überspitze das mal, damit das deutlicher wird, da ist dann der Frieden, wenn nichts mehr ist, der Tod. Und was ist auf der anderen Seite? Der Unfrieden. Ja, das ist eigentlich, wenn man das so sieht, eine ganz tragische Betrachtungsweise der Welt. Und es wäre schade, wenn wir das nicht irgendwie auch heute vielleicht ein bisschen auflösen könnten, wie wir denn das, was sozusagen die Unruhe im Leben bedeutet, die dann oft eben mit Unfrieden und sogar mit Krieg dann gleichgesetzt wird, wie wir das irgendwie doch in eine gewisse Balance bekommen können, ohne dafür gleich sterben zu müssen. Ja. Aber ist es denn deiner Meinung nach so, also dass Frieden, innerer Frieden finden, ist sicherlich ein Ziel, ein wichtiges Ziel im Leben vieler Menschen. Aber um nochmal zurückzukommen auf meine Frage, denkst du denn, dass wir den Umgang mit dem Tod, also einen sinnvollen Umgang mit dem Tod verlernt haben? Das kann ich schwer beurteilen, weil ich natürlich auch nur einen gewissen Einblick in wenige Menschen habe, wo das so ist. Aber ich sage mal ein Beispiel. Ich habe mal einen Kurs angeboten, der hieß Sterben lernen. Und dann habe ich eine Woche vorher nochmal angerufen, wie das denn aussieht. Ja, wir haben eine Anmeldung. Also der Bedarf, sich mit dem Tod zu beschäftigen, scheint nicht so ganz ein Hit zu sein. Also das ist ja auch nachvollziehbar, aber dennoch glaube ich, ist es wertvoll, dass wir das tun. Und Meditation ist letztlich immer auch eine Beschäftigung, wenn man das überhaupt sagen kann, eine Beschäftigung mit dem, was dann nicht mehr ist. Und der Tod ist eben das exzellente Nicht-Mehr. Deswegen glaube ich, deswegen ist die Meditation für viele auch so eine Hürde, dass sie da natürlich auch auf einmal mit dem konfrontiert werden, was irgendwann zu Ende geht. Dass alles, was mir so wichtig ist, was ich in der Meditation entweder als Dramatik erfahre oder wo ich anfange, es loszulassen, das werde ich unmittelbar mit solchen existenziellen Themen konfrontiert. Ob das jetzt repräsentativ so ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo das zunehmend auch der Mut entsteht, über diese Themen zu sprechen und natürlich auch darüber nachzudenken. Auch die Frage des selbstbestimmten Sterbens gehört ja da hinein. Wie viel Krieg wird da geführt vor dem Tod?
Ja, der Tod ist ja häufig ein Thema, das so aus unserem Alltagsleben ausgeklammert wird. Die Menschen sind mit allem Möglichen beschäftigt, müssen Familie ernähren, Kinder erziehen, und gerade so in unseren modernen, postmodernen Gesellschaft haben wir den Tod aus dem Alltag verdrängt, beschäftigen uns eigentlich nicht mehr damit. Müssen wir vielleicht auch wieder neu lernen zu akzeptieren, dass er auch ein Teil unseres individuellen Lebens ist? Nein, müssen wir ja nichts. Insofern, da bin ich immer etwas sensibel. Ja, ob es klug ist, ob es sinnvoll wäre, würde ich fragen. Und natürlich ist das sinnvoll, weil das ist eine menschliche Eigenschaft, sich auf Dinge vorzubereiten, die absehbar sind. Wir tun das leider im viel zu geringen Umfang in vielen Bereichen dieser Zeit, in der wir leben. Aber vielleicht war das bei den Menschen immer so, dass wir gewartet haben auf Veränderungen, bis sie unumgänglich sind. Das kennen wir ja auch im privaten Bereich, dass wir zwar wissen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, aber und wissen auch, dass wir es ändern sollten, aber irgendwie kriegen wir die Kurve nicht, bis es crasht. Verdrängung ist ein Teil des Problems. Ja, Verdrängung und ja, sich so ein bisschen durchzumogeln auch. Ja, das ist so, ja, ist ja naheliegend. Also deswegen glaube ich, der Trend, den wir haben, dass Meditation inzwischen einen so hohen Stellenwert in der ganzen Welt, muss man ja sagen, bekommen hat, zeigt eigentlich, dass die Menschen eher bereit sind, sich auf diese Schlittschuhbahn, ich sag das mal so, einzulassen, weil das ist sehr, sehr glatt, sehr gefährlich, endet schon mal mit Unfällen, aber es ist auch irre toll, ja, dahin gleiten zu können, jetzt mal, wenn man es mal etwas euphorisch sagt, durch das Leben gleiten zu können, mit all den Risiken, mit all diesen finalen Perspektiven, die wir ja haben, ist natürlich auch geil. Was hast du denn gelernt in der Meditation über das Leben und den Tod, wenn du sagst, das Hingleiten, das klingt so, als würdest du aus Erfahrung sprechen, hätte man als Praktizierender schon auch noch wieder mal einen anderen Blick auf das Leben und den Tod? Ja, ich glaube, das Wichtigste auch für mich, was ich gelernt habe, ist die Möglichkeit, sich selbst mit einem wohlwollenden Abstand wahrnehmen zu können. Ja, das klingt jetzt so nett und harmlos, ist es aber gar nicht, weil wir haben das ja schon angeschnitten mit dem Tod, da gucken wir gerne weg. Aber alle solche Aspekte sich ansehen zu können, führt nach meiner Erfahrung zu einer großen Erleichterung, dass ich nicht mehr so sehr gefangen bin in dem, was da so alles passiert. Entweder im Angenehmen, dass ich süchtig werde, jetzt mal in Anführungszeichen, oder im Unangenehmen, dass ich ständig in der Furcht bin, dass irgendetwas nicht richtig funktioniert und richtig ist. Ja, und dahinter steckt eben, diese Erkenntnis finde ich so wichtig, dahinter steckt eine Grundperspektive auf das Leben, nämlich, was heißt das denn eigentlich, dieses Leben? Was ist das denn? Ja, sich selbst in dieses Geheimnis einzufügen, ist eine Möglichkeit, die mit Meditation vielleicht ein wenig gelingen kann. Ich formuliere das mal so ganz, ganz zaghaft. Spielt Loslassen eine Rolle? Ich meine, Meditation hat ja zumindest so im frühen Buddhismus das Thema loszulassen von vergänglichen Dingen, nicht festhalten daran, also in der ursprünglich spirituellen Ausprägung, dass man im frühen Buddhismus gesagt hat, man muss sich von den vergänglichen Dingen befreien, loslassen. Wenn man da nicht mehr anhaftet, erst dann wird man nicht wiedergeboren, dann kann man den spirituellen Weg gehen, der Erleuchtung und ins Nirvana eingehen. Ich meine, diese religiöse Assoziation spielt ja heute bei der Meditation keine Rolle mehr, oder zumindest bei den meisten, aber was passiert denn, wenn man in der Meditation lernt, loszulassen? Naja, ob man das lernt, ist ja die große Frage. Ja? Also natürlich spielt das Loslassen eine ganz zentrale Rolle. Das hat ja auch Meister Eckhart schon erkannt. Er hat ja gesagt, es gibt keinen Menschen, der, egal wie viel er losgelassen hat, da ist noch immer was drin. Er hat es etwas anders formuliert, da ist immer noch Spiel drin. Wir können immer noch mehr lassen. Und das merke ich natürlich auch. Ich habe natürlich auch sozusagen die Erfahrung gemacht, dass vieles loslassbar ist. Aber ich entdecke jeden Tag was Neues, wo ich sage, hey, da hältst du auch irgendwas fest, da klebst du an was oder da hält dich was
fest. Ja, und ist die Frage, warum ist das Loslassen überhaupt von Bedeutung? Ja, warum es nicht weglassen? Warum ist es von Bedeutung, deiner Meinung nach? Um das Grundprinzip, um das es hier überhaupt hier insgesamt geht, erkennen zu können. Und das Grundprinzip ist die Dualität. Die Dualität heißt, es ist immer in Spannung. Und das ganze Leben erleben wir ja auch, ist immer in Spannung. Und das Loslassen ist der Versuch, die Spannung mal laufen zu lassen und es sich ergeben zu lassen. Wir sind also ständig in der, und in unserer heutigen Zeit ja viel mehr noch, wir sind ständig im Aktionismus-Modus, um irgendetwas zu machen, zu erreichen. Und das ist ja auch das Risiko, was wir heute hier bei diesem Programm, bei dieser Aufgabe haben, ja, dass ich meditiere, um Frieden zu erlangen. Und wenn ich das anfange, ist der Frieden schon weit weg. Das verstehe ich nicht. Ja, das hoffe ich. Kann ich das nochmal erklären? Ja, sehr gut. Bitte. Wir leben ja in, das ist ja nichts Neues, hast du auch schon angeschnitten, wir leben ja in einer ziemlichen Durcheinanderzeit. Und es ist schwer, sich einen Reim drauf zu machen. Da muss man sich ja fragen, was sind denn eigentlich die Treiber, die Grundprinzipien des Lebens? Was bringt uns? Und da hat Buddha ja eine interessante Entdeckung gemacht, da hat sich ja gefragt, warum ist das Leiden in der Welt? Warum gibt es so viel Schmerz, Ärger, Traurigkeit? Und hat das über Jahre versucht, durch Askese und durch allerschärfste Methoden der Meditation herauszufinden und hat dann schließlich gesagt, so geht's nicht. Das kriegt man nur heraus durch Loslassen, indem man einfach mal alles geschehen lässt. Dann kommt man in eine völlig andere Ebene des Seins, ja, die für uns, da wir das so ungewohnt sind, natürlich sehr schwer zu ertragen ist, nämlich die Ebene des Seins, wo ich es einfach mal laufen lasse, geschehen lasse, das, was ist. Und mal irgendwann feststelle, da gibt es vielleicht dahinter doch irgendetwas, was die Dinge wieder zusammenbringt. Ja, dieses Durcheinander, das, was so leidvoll ist. Und Buddha hat ja gesagt, dass dieses Leid kommt aus dem Willen zu leben, leben zu wollen. Klingt ja erstmal dramatisch. Und das ist es ja auch. Ja, in dem Moment, wo wir leben wollen, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, beginnen wir, um das Leben zu kämpfen. Und wir kennen das in vielen Krankheiten, ist es ja Standard, dass man, gerade bei Krebs ist das sehr beliebt, da kämpft man gegen den Krebs. Man kämpft für das Leben. Und das hat sozusagen auf der funktionalen Ebene, hat das auch seine Bedeutung, ist das okay, eine Behandlung muss dann sein, aber es geht ja um die innere Haltung, die ich da habe. Weil Krieg ist immer ein Übergriff, also eben sich nicht einlassen, sich nicht loslassen zu können, sondern eingreifen zu können, es beherrschen zu wollen, es in den Händen behalten zu wollen. Das erleben wir jetzt ja nun ganz plastisch. So, das ist die große Frage. Darf ich auch selber eine Frage stellen überhaupt? Ich bin ganz ohr. Ich dachte, es geht noch weiter. Ja. Ja. Also da ist die große Frage, ist denn Frieden überhaupt denkbar, ja, in diesem Systemwelt, das wir leben? Ja, das muss man sich ja deutlich fragen, oder? Ja, also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja darum, also selbst Krieg wird vielleicht immer denkbar sein in diesem, oder wird immer vorhanden sein, welche innere Haltung ich dazu entwickle. Mehr Gleichmut, mehr, also Gleichgültigkeit wäre das falsche Wort, aber auf jeden Fall mehr vielleicht Gelassenheit, innere Gelassenheit, wäre das der richtige Begriff? Ja, aber ich spitze das nochmal ein wenig zu. Jetzt hast du also die innere Gelassenheit, das Loslassen hast du also erreicht. Ist dann Frieden? Sicher nicht, aber ich gehe vielleicht anders damit um. Ist dann Frieden, ja, meinst du? Nein, deswegen muss nicht Frieden sein in der Welt, ja, oder? Eben. Deswegen also der innere Frieden kann nicht zu einem äußeren automatisch führen, oder? Wie würdest du das sehen? Genau, sowas, was wir gerne haben, was wir gerne hoffen, denken, das ist auch wieder so ein Deal, den wir machen. Mhm. Ja, dass wir sagen, gibt es viele, die sagen, jetzt meditiere ich fleißig, da muss ja auch gefälligst Frieden bei rauskommen. Ja, so wie wir das hier heute Abend machen. Wenn wir alle andächtig meditieren, dann wird das wohl ein bisschen friedlicher werden.
Aber so funktioniert es nicht, sondern es ist eben eine andere Ebene, die nicht auf dieser Gestalt, wo wir keine Gestaltungskraft haben, sondern es ist eine Ebene und die müssen wir herausfinden. Was ist das denn für eine Ebene, dass wir in eine Welt geschmissen werden, hat uns ja keiner gefragt, werden in eine Welt geschmissen, die im völligen Durcheinander ist. Ja, wo ständig Krieg und Frieden ja abwechseln. Wir können ja durch die ganze Geschichte der Menschheit gehen. Es hat nie eine Zeit ohne diesen Wechsel gegeben. Es war nicht immer nur Krieg, es war aber auch nicht immer nur Frieden. Es war ständig hin und her. So, jetzt ist die Frage, aha, leben wir jetzt in einer, ist das unvermeidlich? Vermutlich ist es unvermeidlich, entzieht sich unserem Zugriff. Wir können das eigentlich gar nicht sagen. Ne? Aber wir können eben wahrscheinlich was daran tun, um eben einen Umgang damit zu finden, also eine Haltung zu finden. Ne? Ja, ich will das mal sozusagen auf die Metaebene bringen. Ich mag das sehr gerne, mal ins Universum zu schauen, weil da können wir nämlich ein bisschen was lernen. Ja, viele kennen das ja schon, dass ich das oft bringe, dieses Beispiel. Wenn wir in das Universum schauen, wir wissen inzwischen extrem vieles über das Universum, wie es funktioniert, wie es ist. Da ist ständig auch was los. Das ist so ähnlich wie hier auf der Erde, wo wir das unmittelbar wahrnehmen. Da ist ständig was los. Da werden Sterne geboren, da werden Sterne zerstört, da werden ganze Sonnensysteme kollabieren, da werden schwarze Löcher geboren. Also da ist richtig, können wir sagen, der Teufel los. Also ist richtig was los. Und dennoch ist auch das Universum in einer genialen Ordnung. Weil es ist nicht das komplette Chaos, sondern es ist ein Chaos im Wechsel mit der Harmonie und auch der Schönheit. Und das sehen wir nicht mehr, dass wir in einem größeren System sind, in dem dieses sowieso passiert. So, jetzt könnte man sagen, wenn ich das kleinrechne, muss es auf der Erde dann auch so sein. So, ich rechne es aber noch größer. Denn was ist hinter dem Universum? Hinter jetzt nicht physisch, das ist ja möglicherweise unendlich, wissen wir nicht. Was ist hinter dem Universum? Fragst du mich das? Wenn du eine Antwort hast, gerne. Mache ich es mir bequemer. Ja, wenn wir das wüssten. Das wäre. Wenn wir das wüssten, genau. Was ist denn wahrscheinlich, was dahinter ist? Universum. Nichts. Also, ja, würde ich mal tippen. Oder nichts. Nichts, ja? Nichts, nichts. Ja, das Nichts kennzeichnet ja dadurch, dass es keinerlei Komponenten hat, keine Pole hat. Ja, das ist eben einfach nichts. So, und das Erstaunliche ist, aus diesem Nichts entsteht diese Konfliktwelt, auch dieses konfliktreiche Universum, aber auch gleichzeitig die Harmonie und die Schönheit. Alles das entsteht aus diesem Nichts, jetzt aber als Metapher, jetzt nicht physikalisch gedacht. Da ist etwas, wo alles zusammen ist. Und wo alles zusammen ist, gibt es keine Marker, gibt es nichts mehr, was wir erkennen können und deswegen erfahren wir es als Nichts. Dieses Nichts ist aber, um damit auch auf die Friedensidee zu kommen, ist aber ein universelles Potenzial von allem, was denkbar ist. Und es manifestiert sich aus diesem unendlichen Potenzial nur das, was wir wahrnehmen. Das Universum, die Erde und uns selbst. Aber dahinter, wo wir herauskommen, ist sozusagen, wo alles zusammen ist, alle Möglichkeiten sind. Und da ist auch die Möglichkeit des Friedens. So, jetzt, wie kommen wir da dran? Ne? Mhm. Wieso? Bevor wir darüber reden, wie wir da dran kommen, Reflexionen, Wahrnehmungen, Assoziationen, Emotionen stellen sich eben halt auch ein, wenn wir Bilder anschauen, wenn wir Klänge hören, wenn wir Musik hören, wenn wir Stille wahrnehmen. Ich würde jetzt hinten bitten, die Technik eine neue Bildkomposition für uns einzuspielen. Liquid Image Serafina.
Vielen Dank, Markus Stockhausen. Frieden wird ja allgemein definiert als ein Zustand der Stille, der Ruhe, der Abwesenheit von Störungen und von Beunruhigungen zwischen sozialen Gruppen auf einer höheren Ebene, Staaten oder Völkern,
versteht man darunter einen Zustand der Gewaltlosigkeit. Konflikte werden ohne Gewalt gelöst. Es gibt den Begriff des sozialen Friedens, dass in einer Gesellschaft erst dann Frieden herrscht, wenn es soziale Gerechtigkeit gibt, wenn Menschen politische oder auch individuelle Freiheit genießen. Und es gibt natürlich Frieden in der Philosophie als Begriff, der zu allen Zeiten in unterschiedlichsten Gesellschaften diskutiert wurde, sehr unterschiedlich mit umgegangen wurde. In der asiatischen Philosophie, im alten China, in der Naturphilosophie Yin und Yang spielt Frieden ebenfalls eine Rolle. Wann herrscht in dieser Naturphilosophie des Taoismus Frieden, Paul Kotes? Ich weiß, du hast dich mit Yin und Yang intensiv beschäftigt. Ja, wenn alles miteinander verbunden ist. Wir konnten das gerade ganz schön erfahren bei dem letzten Ton von Markus, wo dieser lange Ton war. Den kann man hören als Ton, aber man kann auch dieser Ton sein. Das ist eine ganz andere Erfahrung und das braucht ein bisschen Übung, weil da kommt man so schnell nicht drauf. Und darum geht es eigentlich, in diese Erfahrung des Seins zu kommen. Ja, wo dieses Yin und Yang, es ist ja immer gezeichnet in diesem Kreis, wo sich das eben in diesem Kreis schließt. Und das nennt man dann auch Erleuchtung. Das klingt jetzt auch wieder so dramatisch, ist gar nicht dramatisch, sondern ist eine relativ simple Erkenntnis, die man auch relativ simpel machen kann, auch heute Abend. Vielleicht gelingt es irgendwann, die Erkenntnis oder die Erfahrung zu machen, dass wir nicht nur diskursiv sind, nicht nur im Hin und Her, im Yin und Yang Geträller, sondern dass wir eben auch in der Lage sind, in diese universale Vereinigung, klingt jetzt auch ein bisschen theatralisch, aber darum geht es letztlich, um diese universelle, ganzheitliche Erfahrung einzukommen. Und das ist jetzt nicht so, dass sich dadurch die Welt verändert, sondern dass ich einfach mal diese Erfahrung mache, weil das führt dazu, dass ich dieses Yin und Yang leichter als ein notwendiges Spiel des Lebens erfahre. Und in diesem notwendigen Spiel findet eben Frieden und Krieg immer statt. Widerstrebende Kräfte. Bitte? Widerstreben, also unterschiedliche Kräfte. Das sind diese Gegensätze, die sozusagen immer hin und her schwingen. Und dieses Schwingen zu lernen, ist eigentlich das Stück Lebenskunst, was ich sozusagen versuche, auch in meinen Seminaren oder Kursen deutlich werden zu lassen, nämlich die Fähigkeit, in diesen Dingen zu schwingen und sich nicht zu verheddern und zu verkrampfen. Das heißt nicht, dass ich bei einer Gelegenheit ich mal auch wirklich ganz die eine Seite sein kann. Aber wenn ich nur die eine Seite bin, dann bin ich verheddert, dann bin ich fixiert, bin ich verstockt, dann bin ich krank. Genauso wie die andere Seite. Ja? Wenn ich nur gelassen bin, ist auch kein appetitliches Leben. Hm. Welche Rolle spielt Harmonie in dieser Vorstellung von Ihnen? Naja, diese Harmonie, sich ergeben zu lassen. Ja? Das ist wie mit dem Frieden, das sich von der Harmonie finden zu lassen. Das ist wie mit der Schönheit. Ja? Diese Blumen sind ein schönes Beispiel. Die stehen hier natürlich auch in einer gewissen Symbolik. Ja, weil sie schön friedlich, sie stehen so schön friedlich da. Aber wenn wir uns vorstellen, die sind natürlich ziemlich grob gerupft worden. Ja, für so eine Blume ist das auch nicht so angenehm, da abgeschnitten zu werden, stelle ich mir so vor. Ja, also, aber das ist eben Teil dieses Prozesses, dass wir jetzt in der Lage sind, so etwas wahrnehmen zu können, aber auch gleichzeitig wahrnehmen zu können, dass die andere Seite immer inhärent da drin ist. Ja, Tolstoi hat ja dieses berühmte Buch Krieg und Frieden geschrieben, wo er über langatmige gesellschafts- und familiäre Strukturen zu der Erkenntnis kommt, es wird immer Krieg und Frieden geben, lässt sich nicht vermeiden, ist so. Ist so seine philosophische Essenz aus seinen langen Überlegungen. Es lässt sich nicht ändern, es ist auch so. Die Frage ist immer nur, wie gehen wir damit um und wie können wir uns da darauf einlassen, dass wir nicht in so eine unnötige Konfrontation kommen, ja, sowohl auch wiederum im Kriegsfalle, jetzt mal in Anführungszeichen, wie auch wenn alles friedlich zu sein scheint.
In der abendländischen Philosophie spielt der Begriff Frieden natürlich auch eine große Rolle. Ich habe mal ein bisschen gestöbert und geguckt, was zum Beispiel antike Philosophen, ein antiker Philosoph zum Frieden gesagt hat und habe bei Cicero gefunden, 106 vor Christus. Und der hat Folgendes gesagt, das fand ich irgendwie ganz immer noch so sehr aktuell. Der Zitat, ich mahne unablässig zum Frieden, dieser, auch ein Ungerechter, ist besser als der gerechteste Krieg. Oder ein anderes Zitat aus dem vergangenen Jahrhundert von Erich Maria Remarque. Sie alle kennen sein berühmtes Buch, Im Westen nichts Neues. Klar, pazifistisches Zitat sozusagen. Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen. Ja. Frieden ist also nichts Selbstverständliches, er muss immer wieder gestiftet werden. In den Kulturen, in fast nahezu allen Kulturen ist es ähnlich. Welche Bedeutung können Friedensrituale dabei spielen? Paul, was denkst du? Ja, ich glaube, das ist die einzige Rettung, um aus diesem Trugschluss, dem ich auch Cicero unterstelle, wenn ich mir das erlauben darf. Natürlich. Ja, den Frieden anzumahnen bringt gar nichts. Ja, den Frieden kann man nicht anmahnen, den kann man vielleicht versuchen zuzulassen, aber doch nicht anmahnen. Der steht doch nicht da auf Kommando rum, lässt sich sagen, nur jetzt bitte aber Frieden. Wir müssen diese verschiedenen Ebenen unterscheiden. Die operative Ebene, in der wir versuchen, Krieg und Frieden irgendwie auszuhandeln, das muss passieren und geschieht ja auch, soweit das, und es gelingt natürlich auch nicht immer, aber es gibt eben eine dahinterliegende Ebene, von der ich versuche hier zu sprechen, die ist viel wichtiger, weil sie sozusagen die Grundgesamtheit, in der Krieg und Frieden entsteht, vielleicht verändern kann. Und diese Grundgesamtheit heißt, dass wir in der Lage sind, uns auf Frieden einzulassen, in dem Bewusstsein, dass es ohne die andere Seite nicht gibt. Ja, selbst wenn wir nach innen schauen, in uns selbst hinein, das sind lauter kriegerische Prozesse. Ja, was glauben wir, was der Magen so mit dem Essen macht? Das ist ein richtiger Krieg, den er da veranstaltet, um das klein zu kriegen. Ja, und der Darm oder unsere Antikörper. Also da ist immer was, und das ist auch lebensnotwendig, ja, wie wir das sehen. Aber es ist immer, und deswegen passt das Beispiel so, es ist immer gut, dass es in einer gewissen Balance ist. Ja, und diese Balance zeigt nämlich, sind wir gesund oder sind wir krank. Wenn der Krieg da austobt, ja, dann ist das nicht so günstig. Aber es fällt doch sehr schwer, sich damit abzufinden, dass es solche schrecklichen Kriege in der Welt gibt, wie zum Beispiel in der Ukraine. Einfach nur zu sagen, das ist eben so, es gibt Krieg und Frieden, würde das ausreichen? Nochmal die zwei Ebenen. Auf der praktischen Ebene das tun, was möglich ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber dahinter die Ebene, sozusagen, dass da eine Atmosphäre der Harmonie, des Gemeinsamen, des Miteinanders ermöglicht wird, möglich sein kann, ist wie ein gut gedüngter Garten. Ja, da können dann die Blumen drin wachsen, auch die Disteln, klar. Aber deswegen gehören diese beiden Ebenen zusammen. Ich sage ja nicht, wir können nichts tun zum Frieden, das ist eine praktische Frage. Ich kann Unterstützung tun, jeder hat da seine eigene Vorstellung, was möglich ist. Aber wichtiger, weil diese Ebene verloren gegangen ist, ist diese Ebene, dass ich auf der Seinsebene erfahren kann, Frieden ist eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit, und deswegen ist das so eine zarte Pflanze oder Blume, über die wir hier sprechen, mit dieser Möglichkeit sozusagen sein zu können, ist eine ganz andere Sache, als in den üblichen Mechanismus zu fallen, so jetzt machen wir Frieden. Ja, auf der anderen Ebene ist das okay, auf der praktischen Tour-Weltebene. Ja, aber es gibt eben auch da wiederum eine Parallelwelt, in Anführungszeichen, das ist die Transzendenz, könnte man das sagen. Das ist die Nichtmacherwelt, die nicht physische Welt. So, und in diese Ebene mit einzubeziehen, ist eigentlich die ganze Idee von dem, was wir hier machen. Ja, dass wir die nicht einfach so irgendjemandem überlassen, sondern dass wir uns da auch committen, engagieren im Loslassen, im Zulassen, im Ermöglichen. Einfach, und damit sind wir bei den Ritualen. Ja, die Rituale sind nichts anderes als
praktische Hilfsmittel, um diesen Brückenschlag hinzubekommen zwischen der Alltagsebene, der Tour, der Macherebene und dieser Ebene, in der es geschieht. Und sich einzulassen auf das, was da geschieht, ist eben eine verdammt schwierige Übung, weil wir das nicht gewohnt sind. Und diese Rituale helfen uns. Wir haben, bei dem Wort Frieden ist mir natürlich die Friedenspfeife eingegangen. Wir hätten am Anfang hier eine Friedenspfeife rauchen. Das wäre ja ein ganz simples Ritual. Oder ein Joint ist ja auch nichts anderes. Ja, den raucht man ja auch gemeinsam. Wird man auch sehr gelassen. Ja, das ist ja noch ein Wandel. Ich meine jetzt mehr als Ritual. Ist das ja ein Zeichen für das Miteinander. Ja, und solche Rituale, dass wir in anderen Kulturen, begrüßt man sich mit der Friede sei mit dir, Shalom oder Shalom Aleikum. Salam Aleikum, Shalom Aleikum, ja. Ja, genau. Also im Grunde genommen, wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir darum anzuerkennen, dass es eben beide Seiten gibt, dass es eben Krieg gibt, dass es eben Frieden gibt, dass es die eine wie die andere Kraft in dieser Welt ist, die man einfach anerkennen muss, dass es so ist. Also man kann nicht davon ausgehen, es kann nur das eine geben, sondern es gibt eben beides und dieses ganze Spektrum zu respektieren. Kann die Meditation da helfen? Ja, zu respektieren, aber auch es zu nutzen. Ja, das ist sozusagen das Alltagsmanagement. Ist eben ein Alltagsmanagement, das muss ich auch nutzen, dazu brauche ich auch bestimmte Fähigkeiten und auch Einsichten. Und auch da hilft eben, wenn ich geerdet bin oder wenn ich mehr stabil mit mir selber bin, da sind wir bei dem Thema innerer Frieden, dann kann ich auch anders mit dem Management dessen umgehen, was ich Alltag nenne. Hoffe ich mal. Mhm. Ja? Ist zumindest die Erfahrung, sage ich mal so freundlicher. Wie viel muss man denn praktizieren, meditieren, um inneren Frieden herzustellen? Wie viele Jahre braucht man da? Naja, 100 Jahre. Also du befindest dich auch noch auf dem Weg. Ja, das will ich damit sagen. Das ist, weil diese Frage unterstellt eben, man könnte ankommen. Ja, diese funktionale Ebene wieder. Ja, ich meditiere lang genug, dann habe ich es geschafft. Ja, das gibt es bei der App, weiß ich das immer. Die hat viele positive Kritiken, aber wenn da mal eine ganz böse Kritik dabei ist, dann ist das der Moment, wo das Tracking, also wie viele Stunden, Jahre habe ich meditiert, wenn das verloren gegangen ist. Dann gibt es derartig empörte Briefe oder Mails. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, das zeigt, da bin ich noch auf dieser Ebene des Leistens und des Gestaltens, des Machens, was ja okay ist. Aber wenn ich das da so verbinde, ist es irgendwo ein Widerspruch in sich. Du hast gesagt, Meditation hilft, das Leben besser zu verstehen, besser damit umzugehen. Wie geht denn das, über den Frieden zu meditieren? Ja, das ist eine höchst komplizierte Angelegenheit, muss ich leider sagen. Ja, also wir können es ganz einfach machen, indem wir probieren das ja mal aus, einfach mal still sind. Und vielleicht in so einer Meditation mal versuchen, dem näher zu kommen. Aber da zeigt sich dieser Widersprüchlichkeit, von der wir hier schon verschiedentlich gesprochen haben, die poppt dann natürlich auf. In dem Moment, wo ich meditiere, still werde, fängt natürlich erstmal das Chaos im Kopf an, der Krieg in Anführungszeichen, der Nichtfrieden besser gesagt. Ja, und das kennt jeder. Fängt das erstmal an, weil da ist offensichtlich irgendwas überfällig. Und das ist auch gut so, dass wir in der Lage sind, das zu laufen zu lassen. Dass es nicht gleich ich in Panik gerate oder das weghaben will. Oder da sind wir immer wieder bei dem gleichen Aspekt, zu lernen, Dinge geschehen, laufen zu lassen. Ich würde es gerne mal erleben. Vielleicht kannst du mal uns anleiten, eine Meditation anleiten und uns quasi zeigen, wie das, also es gibt sicherlich viele Praktizierende hier heute Abend, das bin ich sicher, aber einige vielleicht auch nicht oder die es noch nicht so oft, die noch nicht häufig praktiziert haben. Wie sieht das aus? Wie meditiere ich über den Frieden? Ja, vielleicht sich erstmal ein bisschen in Position setzen. Die meisten, wer das kennen, da ist es besser, wenn der Oberkörper frei schwingen kann. Also anlehnen, ich weiß, bei den Kirchenbänken geht das nicht ganz so gut. Die sind vermutlich dafür nicht gedacht. Da ist man schön stabil, das war wohl die Idee davon.
Also eigentlich sollte man da ein wenig frei schwingen können und die Füße sollten, wenn es möglich ist, auf dem Boden stehen. Auch das hat die Idee, dass wir mit dem Erde, mit dem Boden verbunden sind und auf diese Weise eine gewisse Stabilität haben und gleichzeitig aber eben nach oben hin aufgerichtet sind. Ja, das ist die Grundidee von Meditation im Sitzen, dass wir mit der Erde unten verbunden sind und nach oben hin aufgerichtet. Und da haben wir die gleiche, sozusagen diese gleiche Bandbreite wieder zwischen dem Unten und Oben, zwischen dem Stabilen und dem Unendlichen. Ja? Und in dieser Haltung ist es dann ganz gut, wenn du die Augen schließt, mal einfach das riskieren, dass dir was entgeht, dass du was nicht unter Kontrolle hast und auch dieses gleich, das Gefühl auch gleich vielleicht wahrnehmen. Aha, das Augenschließen ist ja auch ein Stück mutige Tat, die Dinge, die rundherum sind, nicht mehr zu kontrollieren, nicht mehr beobachten zu können. Und das allein ist schon etwas beunruhigend, weil wir sind es so gewohnt. Sei wachsam, pass auf, dass da nichts geschieht, dass du alles mitbekommst. Und jetzt im Moment einfach mal das Phänomen wahrnehmen, wie ist das, wenn ich die Augen schließe, dann sind die Ohren immer noch offen, die kann ich nicht schließen. Aber dann ist es leichter, bei sich selbst anzukommen. Und bei sich selbst anzukommen heißt, sich diesem Phänomen des Einlassens leichter widmen zu können. Und wenn du da bei dir selbst ankommst, heißt es beobachten, wahrnehmen. Sonst nichts. Wahrnehmen. Nämlich alles, was das Hirn jetzt anfängt, so zu denken. Ja. Alle möglichen kritischen Fragen sind wir gut geübt drin. Widerstand sind wir gut geübt drin. Oder auch herumträumen, irgendwas, völlig wirres Zeug. Und lass das einfach mal so laufen. Lass das Hirn sich denken, was es will. Und dann bring mal deine Aufmerksamkeit zum Körper. Kannst du versuchen, deinen Körper wahrzunehmen, so wie er jetzt da sitzt? Das braucht ein bisschen Mut, auch den ganzen Körper mal so wahrzunehmen, wie ein Ding. Ja, das bin nicht ich, sondern das ist mein Körper. Das ist ein großer Unterschied, weil ich dadurch auf einmal sofort in Abstand komme. Und Abstand verringert eben den Anhaftungseffekt. Abstand zu sich selbst zu haben, heißt, sich wahrnehmen zu können. Und ganz egal, was du da wahrnimmst, wichtig ist nur, dass du deinen Körper wahrnimmst. Ja, vielleicht verschiedene Bereiche. Wir können ja auch verschiedene Bereiche jetzt mal durchgehen. Die Füße zum Beispiel. Einfach mal wahrnehmen, wie fühlen die sich an, da unten auf dem Boden. Egal, wie sie sich anfühlen, warm oder kalt oder nass oder trocken oder schwer oder leicht. Ja, und dann die Beine, wie fühlen sich deine Beine jetzt an? Kannst du sie überhaupt wahrnehmen? Und dann das Becken. Ja, das Becken kannst du gut wahrnehmen, weil du darauf sitzt. Ja, die Unterlage kann man dann spüren. Und aus diesem Becken richtet sich deine Wirbelsäule so wie eine Blume, kannst du dir das vorstellen, auf. Die ist ja auch nicht kerzengerade, die Wirbelsäule, sondern schlängelt sich so ein wenig nach oben. Und stell dir jetzt einmal vor, dass sie sich ein wenig nach oben schlängelt, wirklich wie eine Blume, die nach oben blüht. Ja, solche Bilder helfen, um mehr in so eine auch Poesie der Meditation zu kommen, damit das auch nicht so funktional wird. Ja, also mal da sitzen wie eine Blume, die sich nach oben zum Himmel, zum Licht hin aufrichtet. Und unten braucht sie die Versorgung, die Erdung. Und so eine Blume, ich weiß nicht, ob sie atmet, aber wir können uns das so vorstellen, dass sie auch in dieser Umgebung, in der sie ist, atmet. Ja, vielleicht schließt sie sich über Nacht und öffnet sich wieder am Morgen. Aber unser Atem ist eben dieses relativ rasche Öffnen und Schließen. Öffnen
und Schließen. Und wahrnehmen, dass dieses Öffnen und Schließen des Atems geschieht einfach. Ist doch toll. Es geschieht einfach. Und deswegen ist der Atem in der Meditation so ein wichtiges Hilfsinstrument, weil ich am Atem sehen kann, ablesen kann, lass es laufen. Es kommt und geht von selbst. Und versuche einmal, die Zeit loszuwerden. Ja, das kannst du auch nicht machen, sondern auch nur erfahren, indem du den Fokus änderst. Ja, der Fokus heißt jetzt, jetzt in diesem Moment. Und in diesem Moment ist es keine Zeit, weil das Jetzt ist ohne Vergangenheit und auch ohne Zukunft. Das Jetzt ist genau dieser Punkt, den es eigentlich gar nicht gibt. Ja, jetzt, jetzt in diesem Moment, ganz kurz. Jetzt, und es gibt Milliarden Jetze, die da folgen. Und mal sich auf dieses Jetzt einlassen und der Atem hilft, dass das ganze Ding in Schwingung bleibt. Kommen und gehen lassen. Kommen und gehen lassen. Stell dir vor, das dauert jetzt ewig, bis 9 Uhr. Das hilft, sich zu entspannen. Ja, vielleicht gibt uns der Markus jetzt gleich einen Ton, damit wir sozusagen aus dieser Meditation herausschwingen können. Und wenn du diesen, lass die Augen noch möglichst geschlossen, wenn dir das angenehm ist. Und wenn dieser Ton erklingt, versuche ihn einmal mit dem ganzen Körper zu hören. Jetzt nicht mit den Ohren und dann sagen wir wieder, okay, jetzt ist Schluss, Augen auf, fertig. Ist auch wieder so eine funktionale, sondern ein Ausschwingen hieße, ich lasse meinen Körper von diesen Klangwellen durchschwingen und komme dann ohne Eile, ohne Druck zurück.
Ja, liebes Publikum. Ja, das war jetzt wirklich sehr entspannt, für mich auch. Ich bin gespannt, wie Sie es empfunden haben. Jetzt kommt wieder die widerstrebende Kraft nach der Entspannung, die Aufregung. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie diese Meditation erlebt haben, begleitet von Markus Stockhausen. Und am Anfang zumindest hatten wir noch eine Bildklangkomposition von Area Composer. Wer wäre denn bereit, mal seine Eindrücke zu schildern? Haben wir ein Mikrofon? Ich weiß, dass Markus am Anfang noch vor der Veranstaltung gesagt hatte, er würde sich auch gerne äußern. Ich hatte ja gesagt, dass Meditation in deinem Leben und in deiner Musik eine große Rolle spielt. Haben wir mal ein Mikrofon? Dann würde ich dem das mal gerade weiterreichen. Hier schon. Ah, wunderbar, super. Wie war das für dich, über den Frieden zu meditieren? Du warst jetzt auch sehr aktiv involviert durch deine Musik. Paul hat etwas Wichtiges gesagt, das mit dem Lassen. Wir erleben ja alles Mögliche in unserem Bewusstsein. Das sind nicht nur Gedanken, das sind Gefühle, körperliche Wahrnehmung, Sinneswahrnehmung. Ich bezeichne manchmal all das, was im Bewusstsein erscheinen kann, als Phänomene. Und diesen einen Schritt zurück zu machen, was auch Paul gesagt hat, das Betrachten. Meditare heißt ja eigentlich betrachten auf Lateinisch. Das ist eigentlich der essentielle Schritt, diese andere Dimension. Und wir können das beim Klang machen. Ich habe eben noch versucht, einige zu animieren, mitzusummen oder mitzusingen. Das war ganz zaghaft. Aber ich glaube, es hat jemand mitgesummt oder gesungen. Kam mir die Idee, das könnten wir am Schluss auch nochmal machen. Weil meine Erfahrung ist als Musiker auch und in der Arbeit, die ich mit Musik und Spiritualität mache, dass man über den Klang super eintauchen kann in diese andere Dimension, in die non-duale Dimension, sozusagen jenseits des Yin und Yang, wo alle Phänomene, egal welche Phänomene, einfach sind. Wir lassen sie sein, was sie sind, wie sie sind. Aber ich erlebe mich selbst als etwas Größeres oder Weiteres oder ich muss es nicht definieren und ich kann es auch nicht definieren, aber ich bin es. Das ist dieser, für den Verstand dieser große Widerspruch, dass man versucht, etwas zu verstehen oder zu analysieren, etwas zu bestimmen, zu benennen und darum geht es aber nicht, sondern die ganze Zeit sind wir das. Auf einer anderen Seinsebene sind wir das Leben, sind wir Ausdruck des Lebens und dann kommen die ganzen Phänomene in unser Bewusstsein und wir erleben die Welt in ihrer ganzen Gegensätzlichkeit. Aber das kann ich eben auch während einem Klang oder einer Bildbetrachtung oder einfach in der Stille oder mit dem wunderbaren Hintergrundrauschen dieser Lautsprecher machen. Die Phänomene sind da und da gibt es eine, für mich eine Dimension des Friedens, die ist immer da. Die kann immer da sein, sobald ich meine Aufmerksamkeit weg von der Phänomenologie des Lebens, von allen Phänomenen, auf diese innere Seinswelt richte. Es ist eigentlich wie ein Umflippen, wie es ein, ja, einfach nur ein Verlagern des Empfindens, der Identifikation. Ja? Ich identifiziere mich da nicht mehr mit dem Wahrgenommen, sondern einfach mit dem, jetzt fehlt eben das Wort, weil ich das ja bin, mit dem Sein oder mit der Stille, wie der Eckhart Tolle das auch sagt. Also es ist immer da und das finde ich so wichtig. In dem ganzen Chaos, auch in der jetzigen Situation, gibt es eine andere Dimension, da ist Frieden, da ist Liebe und das kann einem manchmal
in einem Moment überkommen, wenn unser Kanal offen ist dafür, wenn unsere Augen oder unsere Ohren dafür offen sind, dann sehe ich plötzlich eine Blume oder einen Menschen, ein leuchtende Augen oder etwas berührt mich und da schwingt etwas ganz anderes durch das Leben hindurch und das ist jenseits der Phänomene. Das ist eine viel größere und weitere Kraft, die mich da berührt und trägt und dann kann man mitten in dem Chaos manchmal trotzdem wissen, es ist alles gut. Es klingt paradox, aber so empfinde ich das. Dann ist auch mit dem Lautsprecherrauschen alles gut. Wie haben Sie es empfunden? Möchte jemand sich äußern, wie das für ihn war jetzt? Es war ja schon eine relativ lange Zeit, die wir hier gesessen haben. Ah, da ist jemand. Danke. Ich würde gerne was fragen, wenn ich darf. Meine Wahrnehmung war jetzt auch von der Musik, die das Ganze untermalt hat, auch wenn man die Augen mal kurz aufmachte, die Bilder im Hintergrund. Ich empfinde das, also beim Meditieren jetzt oder bei dem Versuch, empfand ich das als was sehr Gestaltetes, wo ich auch mich zu verhalten habe. Das hat mir aber gefühlt erschwert loszulassen. Also die Frage wäre, was hat die Musik oder die Töne oder der Klang für eine Rolle in der Meditation im Vergleich zu dem, was man immer sagt, Stille. Was verbindet das miteinander oder was... Das zu sein, zum Beispiel, das hatten Sie mal so angedeutet, finde ich schwierig, weil es so was gestaltet ist, wo man sich normalerweise, nach mir jedenfalls, so drauf einlässt, im Sinne von, das hat jemand gemacht, das möchte ich aufnehmen, verstehen, in dem Sinne so. Also eher was Aktives und nicht ein Loslassen. Paul, möchtest du darauf reagieren? Ja, natürlich ist das eine Inszenierung und... Musik spielt natürlich in allen meditativen Formen eine wichtige Rolle, weil Musik ist passiv zu hören, zu machen ist vielleicht auch. Und diese Erfahrung, sich einzulassen, das geht nicht nur bei dieser Musik, das geht auch bei anderen Komponisten. Vielen geht es bei Mozart zum Beispiel so, sich auf etwas einzulassen und mit in diesen Flow zu kommen, den Musik bedeutet. Das ist eigentlich die Idee, dass das, ich sag mal, unterschiedlich leicht und unterschiedlich gelingt, ist so. Ich würde dem vielleicht noch hinzufügen, ja, wenn etwas erklingt, ist das Form und damit auch dual, ist etwas Gegenständliches, es ist Schwingung und es erzeugt Gegenschwingung, es erzeugt Resonanz. Die absolute Stille aber, die ist sehr schwer zu erleben. Da muss man wirklich in einem abgeschirmten Raum sein, der tot ist, wo kein Vogel und kein Außengeräusch, kein Flugzeug und mehr hineinkommt, um dann diese akustische Stille zu haben. Aber auch dann wird man plötzlich anfangen zu lauschen. Oh, das Blut in meinem Kopf strömt oder in meinen Adern. Ja? Und man hört den Atem. Also diese absolute Stille, die gibt es nicht. Es geht, glaube ich, eher, und da ist die Musik ein wunderbares Medium, weil sie nicht begrifflich ist. Ja? Also wir werden eigentlich durch das Begriffliche hindurchgeführt in eine andere Dimension. Die Musik ist für mich wie eine Brücke zur Stille. Und dann kann man erleben, okay, es gibt die akustische Stille nach der Musik, es gibt aber auch eine Dimension von Stille in den Klängen, während den Klängen. Und vielleicht, wenn wir jetzt noch länger zusammen sind und vielleicht nach 2-3 Stunden, dann erleben wir vielleicht alle eine Dimension von Stille mit Worten, ohne Worte, mit Bildern, ohne Bilder, mit Tönen, ohne Töne. Es ist ein Kontinuum und wir verschmelzen mit diesem Kontinuum von Erscheinungsformen und kommen dann in eine andere Dimension des In-Friedenseins mit dem, was ist. Ja, dann ist Frieden möglich, auch wenn Worte erklingen oder wenn Bilder da sind oder wenn Töne da sind. Wir beginnen miteinander zu schwingen.
Wir haben ja noch eine zweite Form der Musik, die, die jetzt kommen soll. Also insofern kann man vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise meditativ Musik erleben. Und zwar würden wir ganz gerne ein Friedensmantra einspielen von der Sängerin Deva Premal. Sie ist nicht hier, sie konnte leider nicht kommen. Sehr beschäftigte Sängerin. Und wir wollten das vom Band einspielen. Paul, möchtest du was dazu sagen? Was ist das genau, ein Friedensmantra? Ja, ich habe die Idee, dass wir, bevor wir jetzt noch mal eine weitere Ebene machen, dass wir einfach noch mal die Körperlichkeit auch noch mal bewusst spüren und aus diesem Sitzen auf den Kirchenstühlen und hier einfach mal aufstehen und vielleicht mit einem, wer möchte, und vielleicht mit einem kleinen Ritual das verbinden, wo das, was wir versucht haben, hier zu erleben, zu erfahren, auch in so eine äußere Form kommt. Und die Idee ist, dass wir da stehen und bildhaft, wir haben ja heute Vollmond, ich weiß nicht, ob das alle wissen, also ich finde das immer spannend, heute um 14 Uhr war der Vollmond, und zwar ein ganz besonders großer, also der ist immer noch relativ stabil, und ich habe so die Idee, dass wir einfach mal die Arme um diesen Vollmond da oben herum halten, ja, also. Und dann vielleicht auch mal die Augen schließen und stell dir mal vor, du hast diesen wunderbaren, riesigen Vollmond in deinen Armen. Und gleichzeitig bist du stabil mit der Erde verbunden, weil du auf dem Boden stehst. Und einfach mal in diese, auch in diese Widersprüchlichkeit hineingehen, die ja auf mehreren Ebenen ist. Einmal im Erdverbundenen, dann auch mit der Verbindung mit einem universalen Ding, einem kosmischen Element, und die Verbindung der Stille und des körperlich Engagiertseins. Lass mal versuchen, wenn möglich, ganz entspannt die Arme zu halten. Du kannst deine Hände hier oben auf den Mond legen, hilft ein bisschen. Und wenn dir danach ist, lässt du mit der Ausatmung mal die Arme sanft nach rechts und links heruntersinken. So, dass du von diesem Mond abgleitest vielleicht, so kannst du dir das vorstellen. Und mal die Augen geschlossen halten und nochmal in einem Moment ankommen, wie das jetzt ist ohne Mond. Wie du jetzt auf einmal ganz da so stehst, wie du bist. Ja, vielen Dank. Wollen wir uns wieder setzen? Ja, zu den Ritualen. Das, was wir gleich hören werden von Premal, ist ein Mantra. Was ist ein Mantra? Das ist eine ständige Wiederholung eines Satzes. Hier in dieser Tradition ist das Sanskrit. Wir kennen das, oder manche kennen das vielleicht noch aus der kirchlichen Tradition. Da gab es auch sowas, Rosenkranz beten oder Litanei besprechen, sagen. Das ist auch eine Form, um durch die Wiederholung in so ein nicht gemachtes Fließen zu kommen, sich einzulassen auf das, was fließen möchte. Und so ein Mantra ist dadurch auch sehr beruhigend, dass es unentwegt wiederholt wird. Ja, es ist wie so, hast du schon mal an einer Wassermühle gestanden? Das ist auch so ein bisschen das Gefühl, wenn das da einfach sich immer wieder weiter dreht und das Wasser kommt immer wieder neu. Es ist ein ganz, und so ein Mantra ist nichts anderes als der Versuch, in diesen Flow auf diesen Flow, der überall drin ist, sich einzulassen. Ja, und deswegen haben wir gedacht, wir wollen das zum Schluss mal, und du kannst dieses Mantra, du wirst den Text jetzt vielleicht nicht verstehen, wenn du es nicht kennst, aber das spielt keine Rolle, du kannst ihn einfach akustisch, so wie er sich für dich ergibt, nachspüren und laut oder leise mittönen, wenn du möchtest. So, und zum Schluss habe ich so die Idee, das endet dann mit so einer kleinen Solopartie, am Ende wird jeder dann hören, habe ich so die Idee, dass wir dann nochmal mit einem Ritual abschließen, einem Friedensritual, was in der Tradition ja auch eine gewisse Bedeutung hat, dass wir dann einfach mal die Hände anheben. Ja, wir kennen das auch aus kirchlichen Ritualen, das soll uns nicht, wir sind ja auch hier in der Kirche, dürfen das ja auch machen, aber so Rituale sind ganz wichtig, weil sie eben diesen Brückenschlag herstellen zwischen unserem Alltäglichen, unserem Gewohnten und dem, ich sage es nochmal, Transzendenten.
mögen alle Wesen Frieden erfahren. Ja, kann ich mich nur anschließen, liebes Publikum. Unser meditatives Experiment ist zu Ende. Vielen Dank, dass Sie so offen waren, dass Sie sich darauf eingelassen haben, dass Sie mitgemacht haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gebracht, ein bisschen innere Ruhe, Frieden. Und Sie nehmen vielleicht ein paar Anregungen des heutigen Abends mit nach Hause. Schaffen es vielleicht, das auch mit in den Alltag zu nehmen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Paul Kotes, der uns angeleitet hat und über den wir viel erfahren haben, über Meditation und wie wir über Meditation inneren Frieden vielleicht finden können. Ich bedanke mich bei Markus Stockhausen für seine wunderbare Musik, bei den drei Künstlern von Area Composer für die meditativen Bild-Klang-Kompositionen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Technik hier in der Kulturkirche, die diesen reibungslosen Ablauf möglich gemacht hat und uns überhaupt ermöglicht hat, in diese friedliche und entspannte Stimmung zu kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sie werden noch ein bisschen Musik von Markus Stockhausen hören und Sie werden auch noch ein Liquid Image von Area Composer hören. Haben Sie einen schönen Abend und bleiben Sie der Phil Cologne gewogen.
Ja, wir enden einfach so, ohne Applaus, ohne Abschied. Wir gehen nach draußen, können uns danach unterhalten oder an der Bar. Alles Gute und auf Wiedersehen.